Hallo zusammen, ich begrüße euch zur nächsten Folge oder zur nächsten Ausgabe unserer Webinare. Heute haben wir das Thema E-Mail-Marketing in der Kundenbindung. Und als Gast den Sebastian Eisenbürger. Den seht ihr schon im Hintergrund. Hallo Sebastian, grüß dich. Hi. Ja, ein neues Gesicht in unserem Kosmos. Nicht, wenn man offline dabei war. Er war schon mal bei einem Clubtreffen da und da haben wir uns auch das erste Mal persönlich kennengelernt. Kennen uns aber eigentlich schon relativ lange über Facebook. Und ja, ich verfolge schon ein bisschen länger, was er so tut. Finde es sehr spannend, dass er sich jetzt mal mit einem Webinar bei uns präsentiert. Und das, was ich bis jetzt gehört habe, hat mir immer Spaß gemacht. Dementsprechend, Sebastian, ich übergebe einfach mal an dich. Für die, die das erste Mal das dabei sind, denkt dran, ihr könnt Fragen über den Chat stellen. Wir werden am Ende eine kleine Q&A-Session machen. Und ja, dann komme ich wieder dazu. Sebastian, die Bühne gehört dir. Viel Spaß. Ja, danke dir, Mario. Das erste Mal tatsächlich für mich beim UMT und bin ganz gespannt, was ihr hinterher sagt. Und ja, wir haben ein paar Fragen, hoffentlich von euch dann am Ende. Ich starte einfach direkt rein. Die meisten von euch werden mich nicht kennen. Ich werde zwei, drei Worte über mich erzählen, bevor es zum Thema geht, zum E-Mail-Marketing. Und Thema Kundenbindung und E-Mail-Marketing ist ein ganz, ganz spannendes. Tatsächlich habe ich mich jetzt seit 22 Jahren bin ich da dran schon. Also schon ein Ticken länger. Als ich gerade dachte, 22 Jahre, das ist krass. Ich glaube, ich werde alt. Ja, jedenfalls, ich wohne in Südfrankreich seit einiger Zeit und tatsächlich, das ist auch eine Tatsache, die mit dem E-Mail-Marketing unmittelbar zusammenhängt, weil ich 2010 war das, vor 10 Jahren, hey, das ist krass, vor 10 Jahren verstanden habe für mich, wie E-Mail-Marketing funktionieren kann und das ist neben dem klassischen Anwendungsfall, nämlich in der Akquise oder wenn es darum geht, einen klassischen Funnel zu befüllen, doch auch durchaus sinnvoll ist, das in der Kundenbindung einzusetzen. Und wer die Beschreibung gelesen hat zu dem Webinar, der weiß, dass es hier um drei Sachen in erster Linie geht. Das erste ist, ich will euch zeigen, wie ihr so Dinge wie die Kundenzufriedenheit eures Unternehmens einfach als KPI messen könnt, mithilfe von E-Mail-Marketing. Und für den einen oder anderen, ich weiß nicht, ob jemand wo war das, bei der OMX habe ich das erzählt schon mal und auch beim Karl Kratz schon zweimal auf den Events. Da kennt ihr vielleicht schon ein bisschen was davon, was auf euch zukommt. Ich habe da ganz tolles Feedback bekommen und hoffe, dass dem Rest von euch das genauso gut gefällt. Dann gehen wir auf das Thema Product Lifecycle, Customer Lifecycle ein bisschen ein und ich vermute auf eine andere Weise, als ihr das so erwartet. Und ganz zum Schluss habe ich zumindest aus meiner Sicht spannendsten Sachen mitgebracht. Da geht es um ein paar Geschäftsmodelle tatsächlich und ein paar Möglichkeiten, E-Mail auch auf eine ganz andere Weise einzusetzen. Und wir haben tatsächlich dieses Webinar schon vor relativ langer Zeit geplant, Mario und ich. Da hat noch keiner geahnt, in welcher Zeit wir uns jetzt befinden hier. Ja, E-Mail-Marketing passt ganz gut. Ein anderes Thema passt noch besser. Deswegen gibt es zum Abschluss von mir ein kleines Geschenk, ein PDF zum Thema Social Selling in der Krise. Das ist ein anderes Thema, was ich echt mit Leidenschaft betreibe. Social Selling. Also wer Lust hat, schreibt mich einfach an. Es gibt jetzt hier keinen QR-Code oder Download-Link oder ähnliches. Schreibt mich einfach an per LinkedIn oder über einen der vielen Kanäle. Dann schicke ich euch das gerne zu. So. Ganz kurz noch zu den Dingen, die ich eigentlich sonst noch mache. Jetzt habt ihr das Gesicht gesehen und einfach nur zwei, drei Infos. Das ist noch nicht richtig viel. Ich möchte noch ein bisschen mitnehmen, auch nur 2 Minuten darüber, was ich so mache. Ich bin das, was sich klassisch so Mentor und Coach nennt. Und mir ist ganz wichtig, ich mache das schon länger, als diese Mentoren- und Coaching-Blase im Internet so am Aufgehen ist. Also schon relativ lange und erkläre kleinen, mittleren, früher auch den ganz großen Unternehmen, wie sie Marketing auf eine andere Weise sehen. Ganz getreu meinem Motto, das beste Marketing ist kein Marketing. Hab dahinter eine Agentur, die in Stuttgart sitzt, die das Ganze konzipiert und umsetzt. Habe vor 2 Jahren ein anderes Unternehmen aufgebaut, das heißt Contory. Da geht es um Social Selling. Wen das interessiert, wie wir aus Videos ganz viel Social Media Posts machen, dem sei das ans Herz gelegt. Ich bin inzwischen auch auf einigen Bühnen unterwegs. Habe eine Software gebaut, die heißt Need Me. Auch das nur am Rande erwähnt. Und was ich echt empfehlen möchte, jetzt zur Corona-Zeit ist es schwierig, aber danach, ich gehe jedes Jahr mehrmals zu Fuß auf die Zugspitze und das ist so ein Leidenschaftsprojekt von mir. Wen das interessiert, wer gerne wandert und das gerne in so einem unternehmerischen Kontext mal tun möchte, der sei da herzlich zu eingeladen, sich zu melden. Kostet nichts. Ja, wir müssen einfach drüber reden. Nehme ich gerne noch ein paar Leute mit. Dann mache ich gerne Workshops. Ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen Leuten, die aktuell noch an der Hochschule dozieren. Weil ich tatsächlich das rein digital mache, auch schon lange und dadurch das große Glück habe, dass meine Studenten von zu Hause aus inzwischen an meinen Vorlesungen teilnehmen. Und mein neuestes Baby, das Kick Marketing Forum, das ist ein Event, was es seit 25 Jahren
in Stuttgart gibt. Da ist auch jeder herzlich eingeladen, sich mal zu informieren. Aktuell planen wir, dass das stattfindet, ganz klassisch vor Ort, bis erst im Oktober. Und letztes Jahr hatten wir ziemlich cooles Jubiläum mit dem Stefan Friedrich, ein guter Freund, vielleicht kennt ihn der eine oder andere. Das in einfach nur wenigen Worten zu mir. Und wer da noch ein bisschen mehr lesen möchte, dem empfehle ich mein LinkedIn-Profil, bevor ich jetzt irgendwie auf Lebenslauf und alles andere noch eingehe. Da steht alles. Ich freue mich über neue Kontakte, versuche auch jeden Kontakt irgendwo mal persönlich zu sprechen. Deswegen meine Empfehlung, verbindet euch mit mir und lasst uns einfach mal kurz quatschen, damit ich auch verstehe, was denn der eine oder andere so macht, der jetzt hier gerade zuhört. So, aber jetzt geht es hier zum Thema. Hier haben wir jetzt hier das Thema E-Mail und eigentlich bin ich gewohnt zu interagieren tatsächlich ein bisschen. Deswegen muss ich schauen, dass ich jetzt mit meiner Kamera so ein bisschen interagiere und mit dem Bildschirm und mir überlege, was ist so der Stand von euch? Was wisst ihr schon? Ich habe ganz bewusst dieses Webinar nicht für Einsteiger, für absolute Einsteiger konzipiert und geplant, sondern für all diejenigen, die schon ein bisschen E-Mail-Marketing machen, die wissen wollen, was ist so der nächste Schritt. Und vielleicht auch für diejenigen, die es schon echt lange machen und sich gut auskennen und einfach da ja, herausfinden wollen, wie geht das denn noch im Detail noch ein bisschen besser vielleicht. So, ich habe eine Möglichkeit gefunden, inzwischen ist sie ziemlich populär schon, würde ich sagen. Vor 12 Jahren war das, 2008, als ich mein eigenes Unternehmen aufgebaut habe, das war ein Online-Shop für Medizinprodukte und ich mich gefragt hatte, was kann ich eigentlich machen? Und wir haben sehr viel E-Mail-Marketing betrieben. Also das war, wir hatten einen Anfang sechs, am Ende siebenstelligen Verteiler. Der ging an alle Ärzte, medizinischen Fachkräfte in ganz Europa. Und ich mich gefragt habe, wie kriegen wir es eigentlich hin, herauszufinden, ob die Leute unsere E-Mails eigentlich cool finden, ob die E-Mails tatsächlich cool sind, ob unsere E-Mails auch besser werden von Mal zu Mal, wie wir sie versenden. Und was ich eigentlich überhaupt noch alles messen kann. Mal abgesehen von den klassischen KPIs, die ich gar nicht großartig erwähnen möchte, wie Öffnungsrate, Klickrate, Abmelderate, Bounce Rate und so Geschichten. Die kennt ihr alle, da will ich gar nicht drauf eingehen. Und der Punkt ist, es gibt tatsächlich auch Anbieter, die so Sachen wirklich professionell anbieten und ein bisschen Geld dafür verlangen, dass sich so Dinge messen lassen. Und ich habe mich damals hingesetzt, mich überlegt, eigentlich ist es doch total einfach. Was will ich denn rausfinden? Ich will rausfinden, gefällt den Menschen, die meine E-Mails empfangen, das, was ich ihnen da schicke. Also klar, öffnen die das? Das ist die erste Frage, die haben wir über die Öffnungsrate beantwortet. Dann natürlich gefällt ihnen auch der Inhalt? Interagieren sie mit dem Inhalt? Klicken sie da rein oder nicht? Und auch, wie gefällt ihnen diese gesamte E-Mail? Und damals waren wir die Ersten, zumindest meines Wissens die Ersten im deutschsprachigen Raum, die was ganz Simples eingebaut haben. Und meine Motivation an euch ist wirklich, probiert das aus. Ich verspreche euch, es ist wirklich extrem einfach. Super, super, super einfach, das zu tun. Ihr braucht weder tiefe Programmierkenntnisse, eigentlich gar nicht. Ihr braucht jemanden, der euch ein technisch ein bisschen zur Seite steht, sofern ihr euch selbst nicht genügend damit auskennt. Doch im Grunde reicht es völlig aus, ja, ein WYSIWYG-Editor zu nutzen in seiner E-Mail-Software, um einfach Bilder hinzuzufügen. Also, wovon ist die Rede? Die Rede ist davon. Von diesen drei kleinen lustigen oder weniger lustigen Smileys, mit denen es mir möglich ist, indem ich die ganz unten am Ende dieser E-Mail platziere, herauszufinden, wie gut kommt diese E-Mail eigentlich an. Jetzt möchtet ihr denken, ja, ist ja super trivial, ist ja super einfach, könnten wir ja alle machen, ja, ist so einfach, ist uns nicht Rocket Science genug, ist nicht künstlich intelligent genug und ist nicht dies und nicht jenes. Das Feedback kriege ich tatsächlich häufiger. Und da kriege ich so ein, oh, jetzt habe ich mit was richtig Coolem, was richtig Tollem und was ganz Neuem gerechnet. Und meine Erfahrung ist, dass ganz, ganz viele an diesen Basisaufgaben einfach scheitern. Nicht, weil sie zu schwierig sind, sondern weil sie vielleicht zu wenig viel Spaß machen, zu wenig neu sind, zu wenig innovativ klingen. Und am Ende geht es uns aber doch allen nicht darum, möglichst innovativ zu sein oder irgendwie das besonders coole Zeug zu machen, sondern am Ende geht es darum, dass wir Inhalte gestalten, die den Menschen gefallen, die wir erreichen wollen. So, und das geht nun mal super easy über die drei kleinen Icons. Das müssen auch nicht unbedingt Smileys sein, das können einfach Icons sein, die gewisse Gefühle ausdrücken. Also gegebenenfalls magst du solche Icons oder gegebenenfalls magst du solche Icons oder findest welche, die zu deinem Business ganz gut passen. Doch meine Motivation ist tatsächlich, mach das, setz dich hin und integriere drei simple Bilder oder Buchstaben oder Worte in deine E-Mail und versieht diese drei kleinen Elemente mit jeweils einem Link.
Und wenn du die verlinkt hast, kannst du über den Aufruf des Links messen, einfach über deine Analyse-Software oder einen simplen Eintrag in der Datenbank oder durch einfaches Web-Tracking tatsächlich, kannst du messen, wie oft die einzelnen Links aufgerufen wurden. Also es ist wirklich super easy. Einfacher geht es kaum, wenn wir über Web-Technologie sprechen. Und das, was hier für fortgeschritten ist, ist nicht die Technologie, sondern die Umsetzung dieser Idee. Weil ja, den meisten ist es einfach zu einfach. Deswegen lege ich da so Wert drauf, dass es wirklich ausprobiert, dass es wirklich macht. Ich habe das vor 10 Jahren das erste Mal in meinen Vorträgen erzählt und es ist immer interessant, wie lange das dann dauert und wie lange sich sowas nicht durchsetzt. Und ich verstehe es tatsächlich nicht, weil es so super simpel ist. Denn letztendlich können wir viel mehr messen als die reine Zufriedenheit der Menschen, die diese E-Mails bekommen. Natürlich können wir das messen. Das heißt, wir haben unsere 10 E-Mails und können sehen, ja, E-Mail 1 hat jetzt mehr glückliche Smileys bekommen als E-Mail 3 und E-Mail 7 hat komplett abgelost. Das ist total interessant, um feststellen zu können, welche E-Mail ist dann qualitativ besser als die andere. Das heißt, wir können auf E-Mail-Ebene sehen, wie schneiden wir gegenseitig ab. Was jetzt total interessant ist und was tatsächlich die wenigsten einsetzen, von denen ich weiß, fast alle haben heute irgendein Tool im Einsatz, das eine Art von Marketing-Automation kann. Also mehr als den reinen Versand von E-Mails, sondern eben quasi wie ein kleines CRM-System, also ein kleines System, wo Kontakte untereinander stehen, denen gewisse Eigenschaften zugeordnet sind. Unter anderem sowas wie Engagement Rates, also wie oft wird mit E-Mails interagiert. Wenn diese Marketing-Automation-Software noch mit Webseiten verbunden ist, auch wie oft werden Webseiten geöffnet, welche sind das, wie oft werden Formulare abgeschickt und auch da wirklich Punkte für vergeben werden. Also für das Öffnen einer Webseite vielleicht 1 Punkt, für das Absenden eines Formulars vielleicht 5 Punkte, für das Öffnen einer E-Mail vielleicht 2 Punkte, für das Klicken eines Links vielleicht 3 Punkte. Nur mal irgendwelche Zahlen genannt zu haben. Das heißt, wir können solche Klicks auf Smileys in solche qualitativen Bewertungen von einzelnen Kontakten mit einfließen lassen. Und haben neben dem Trend oder neben der Übersicht, welche E-Mails am besten abschneidet, auch eine ganz gute Übersicht darüber, welche Menschen, also Empfänger unserer E-Mails, sich wie wohlfühlen mit dem Inhalt. Und da können wir neu segmentieren. Wir können plötzlich sagen, wir haben jetzt Leute, die sind relativ happy im Vergleich zu anderen vielleicht und können anfangen, auf ganz andere Weise Inhalte zu gestalten und herausfinden und uns damit beschäftigen, warum macht das denn diejenigen, die jetzt einen nicht so glücklichen Smiley regelmäßig eingeben, so wenig glücklich? Woran liegt das? Sollen wir die vielleicht einfach rauslassen? Wollen wir die mal fragen, wollt ihr überhaupt E-Mails von uns bekommen? Ja, nein. Oder wollen wir die fragen, was können wir denn verbessern? Oder wir können einfach ausprobieren und testen und mal E-Mails zusammenbauen mit ganz unterschiedlichen Inhalten als Artikel und diese Artikel jeweils verlinken und schauen, wie das funktioniert. Das heißt, neben der reinen Übersicht, welche Mail kommt wie gut an, die in der echten Welt meistens nicht mehr verändert als so ein Aha, interessant, ja, quasi das Bauchgefühl bestätigt oder widerlegt, aber gar nicht so viel Änderung mit sich bringt. Darüber hinaus lässt sich extrem gut nachvollziehen, welche Menschen, also welche Empfänger, ja, wie interagieren und wie glücklich sind. So, und das Dritte, was sich messen lässt, das ist eigentlich das ziemlich Coole, was tatsächlich von den Menschen, denen ich das erste Mal erzähle, vorher noch keiner gemacht hat. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, es war falsch, und zwar den Trend. Tatsächlich, es lässt sich herausfinden, wenn ihr mehrere E-Mails mal, angenommen, ihr verschickt einmal pro Woche eine E-Mail und nehmt es ein Quartal her, ihr könnt genau nachvollziehen, ist das, was ihr tut, denn wirklich auch gut oder nicht. Wenn es gut ist, dann verbessert sich die Zufriedenheit mit der Zeit. Meistens sehr langsam und auch meistens nicht kontinuierlich, also mit jeder E-Mail. Aber der Trend sollte klar sein. Und wenn dieser Trend, der sich dann wirklich sichtbar macht, wenn ihr das in jeder E-Mail macht, wenn dieser Trend nicht zumindest gleich bleibt oder ein ganz klein bisschen ansteigt, dann solltet ihr wirklich darüber nachdenken, wie ernst ihr die Inhalte nehmt und die Menschen nehmt, denen ihr diese Inhalte zukommen lasst. So. Und warum jetzt Kundenbindung? Was hat das mit der Kundenbindung zu tun? Und da gehe ich jetzt gleich ins nächste Thema rein. Mir ist jetzt wichtig, dass jeder von euch mitnimmt, so ein bisschen mal drüber nachzudenken, wie einfach ist es für euch im Einzelnen, 3 Smileys, 3 Worte, 3 Elemente ans Ende einer E-Mail zu integrieren, die zu verlinken und zu messen, was denn dann passiert. Und es einfach mal laufen zu lassen. Diese E-Mails werden genauso funktionieren wie vorher. Ihr habt einfach eine Messmethode integriert. Da wäre ich euch dankbar, wenn ihr euch wirklich das vornehmt, das zu tun. Nicht nur drüber reden, sondern auch machen. Das Ergebnis zählt. So,
Jetzt kommen wir zu dem Bereich Kundenbindung. Das war gerade noch sehr allgemein. Das war nur so der wichtigste Tipp, den ich überhaupt im E-Mail-Marketing mitgebe, auch wenn es der simpelste Tipp ist vielleicht. Thema Kundenbindung. So, und wer mich kennt, der weiß, ich bin jetzt nicht der größte Fan von PowerPoint. Deswegen sind meine Folien auch allgemein nicht die schönsten. Und deswegen auch meine Einladung: Guckt euch meine Videos an. Da stehe ich am Flipchart und male das alles schön auf, während ich rede. Das gelingt mir viel besser als da irgendwie mit Clicky und Maus und Touchpad und Stift. So Dinge irgendwie vorzubereiten. Okay, was haben wir jetzt hier? Was haben wir hier? Ihr kennt alle, und da werde ich auch gar nicht im Detail drauf eingehen, sowas wie so ein Funnel hier auf der rechten Seite, wo irgendwie eine Menge Menschen reinkommen, Input und unten ihren Output rauskommt, und da laufen die Leute durchlaufen mehrere Stages. Hier sind jetzt einfach mal ein paar benannt. Ich muss mal kurz hier das Bedienpanel zur Seite schieben, sonst sehe ich nämlich diese Leiste gar nicht. Ach, da bin ja noch ich zu sehen. Guck mal, mein Webcam-Fenster vor dieser hübschen Tapete hier hinter mir. Da haben wir ganz klassisch einen Funnel, der jetzt in dem Fall, das ist auch aus dem echten Kundenprojekt heraus, mit einem TV-Spot beginnt. Dann werden parallel Google Ads geschaltet, passiert was auf Social Media. Dann wird versucht, die darüber auf eine Webseite zu lotsen. Auf der Webseite wird versucht, Menschen dazu zu bringen, sich in einen E-Mail-Verteiler einzutragen. Da werden E-Mails versandt. Dann gibt es eine zweite Art von E-Mails, die versandt werden. Zu denen kommen wir dann gleich. Und in dem Fall haben wir noch einen Point of Sale, wo tatsächlich was verkauft wird. So, das heißt, das ist jetzt das Ergebnis von Kundenworkshops. Das ist schon ein paar Jahre her. War bei einem großen deutschen Konzern, wo wir einfach mal gemappt haben, was hätten wir denn gerne, wie Menschen sich verhalten. Und haben das hier aufgeschrieben. So, für die meisten von euch wahrscheinlich, hoffentlich nichts Neues. Und dann haben wir dieses lustige Bild hier auf der linken Seite. Das ist ein klassischer Customer Lifecycle. Und vielleicht dazu so viel. Für mich ist jetzt das nicht der Kundenlebenszyklus, wie man ihn aus der BWL kennt, der jetzt beliebig lang sein kann. Für mich ist das ein Marketing-Customer Lifecycle. Und nochmal vielleicht noch die Info noch vorweg. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Marketing. Ich bin Informatiker und Psychologe. Und jemand kam mich raus, dass das ganz gut sich unter dem Begriff Kommunikation ja, nutzen lässt. Und ich erzähle also viel über Technik und viel darüber, wie Menschen funktionieren. Deswegen sage ich ja auch, wenn mich jemand fragt, ich bin nicht der Experte in Marketing. Was ich ganz gut mache, ist kein Marketing. Und das klappt tatsächlich ganz gut. Und deswegen habe ich da so Begriffe, mit denen ich arbeite, die nicht zwingend auch dem entsprechen, was Menschen sich darunter vorstellen, in erster Linie. Also bei mir ist das Ding Customer Lifecycle. Das geht irgendwo los. Da gibt es einen bewussten Startpunkt. Und so wie das hier angedeutet ist, hört der tendenziell niemals auf. Also zumindest soll diese gestrichelte Linie am Ende bedeuten, der geht einfach weiter und weiter und weiter. Im besten Fall, bis da so ein lustiges Kreuz am Ende steht, dann geht er nicht mehr weiter. So, ihr wisst Bescheid. Dann, upsala, Moment, klicken, da sind wir. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe hier einfach mal die ganzen Touchpoints aus unserem Funnel hier eingetragen. Das ist das, was wir ganz gerne hätten, das passiert. Also da haben wir so einen TV-Spot, Google Ads, Social Media, Webseite, E-Mail. Ist natürlich jetzt natürlich nicht ganz stimmig. Wir wissen alle, dass Menschen nicht 100% das machen, was sie sollen, und dass sie durchaus auch mal andere Kanäle nutzen. Und das ist das, was wir eigentlich uns vorstellen. Das ist der rote Teppich, den wir ausrollen. Das ist quasi unser IKEA-Kaufhaus, wo wir unsere Menschen durch all die Gänge lotsen, bis sie irgendwann in der Warenausgabe sind, um ihr lang gehegten Wunsch, das schwarze Billigregal aus dem Regal zu ziehen. Die müssen trotzdem durch die ganzen Gänge durch. So. Und wir wollen auch gar nicht auf die einzelnen Touchpoints eingehen, weil hier geht es ja um E-Mail-Marketing. Und hier geht es auch um E-Mail-Marketing nach dem Kauf. Das heißt, was wir jetzt hier machen ist, wir gucken uns ganz spezielle Punkte an und überlegen uns mal, was ist denn jetzt hier möglich und sinnvoll, welche Art E-Mails hier versandt werden können. Das heißt, wir steigen jetzt mal ein. Derjenige hat den TV-Spot gesehen, schon ein bisschen Ahnung, hat auch das Problem schon mal formuliert, hat auch eine Webseite besucht, wo seine Erwartungen erfüllt sind und hat sich jetzt irgendwo identifiziert mit seiner E-Mail-Adresse. Und jetzt schicken wir ihm hier an der Stelle, ich weiß gar nicht, ob meine Maus zu sehen ist, ich hoffe mal, ich bin jetzt bei dem ersten E-Mail-Button. Autsch, das war zu früh. Egal. Eine Maus ist zu sehen. Sehr schön, danke dir. Dann sind wir bei diesem ersten E-Mail-Button. Und hier bekommt ihr dann die erste E-Mail geschickt. Und die meisten Unternehmen, egal welche Größe, gehen hin und haben jetzt so eine E-Mail-Serie versteckt. Das heißt, ich bekomme jetzt nicht eine E-Mail, wo ich jetzt über ein Produkt informiert werde oder über einen Service oder über ein Problem nähergebracht wird, sondern das sind mehrere E-Mails. Und das ist schon ziemlich cool. Das heißt, das Unternehmen hat schon verstanden, dass es nicht sinnvoll ist, jetzt quasi einmal einen E-Mail-Impuls zu senden und dann nie wieder nachzufragen, sondern dass es jetzt eine kluge Geschichte ist, danach zu fassen auf eine bestimmte Art und Weise.
Auf die komme ich auch zu sprechen. Später noch. Ich habe noch Zeit. Ich sehe gerade, ich kann ein bisschen langsamer sprechen hier. Ich neige dazu, wenn ich so eine Stunde habe, ein bisschen schnell zu werden. Ja, das heißt, wir steigen jetzt hier bei diesem E-Mail-Button ein und machen aus unserem Customer Lifecycle, der im Grunde diesen ganzen, ja, alle Touchpoints vereint, und zwar jetzt natürlich über E-Mail hinaus, ein Product Lifecycle. Und ich bin ein großer Fan davon, ihr kennt ihn hoffentlich alle, den Golden Circle von Simon Sinek. Wer ihn nicht kennt, dem sei der TED Talk empfohlen, jetzt auch schon 12 Jahre alt ist. Es ist krass, wie alt diese Dinge sind und wie lange sie sich halten. Denn die Message dahinter ist ja super aktuell. Also wer es nicht kennt, ich gehe davon aus, ihr wisst, wovon ich spreche. Golden Circle, why, how und what, das sind die drei Fragen, die beantwortet werden. Und das sind auch die Fragen, die in dieser Reihenfolge mit dem Customer Lifecycle oder dem Product Lifecycle per E-Mail beantwortet werden. So, jetzt zoomen wir uns mal an so einen Product Lifecycle ran. So, jetzt haben wir hier tatsächlich einen Einstiegspunkt und wir können uns mal überlegen, was für ein Unternehmen könnte das denn sein, das hier gemeint ist? Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ich denke mir jetzt mal irgendwas aus und das könnte ein Unternehmen sein, das Bohrmaschinen herstellt. So. Und Bohrmaschine ist bekannt, TV-Spot für Menschen, die gerne zu Hause arbeiten, ist jetzt die richtige Zeit dafür. Menschen sind viel zu Hause, Menschen haben auch möglicherweise einen Garten und das Wetter ist ganz cool. Es werden Google Ads geschaltet, wird Social Media Marketing gemacht. Es gibt eine Webseite, wo all die tollen Features dieser Bohrmaschine zu sehen sind, mit Menschen, die im Garten arbeiten, Terrasse aufbauen und draußen herumwerkeln sind. Und jetzt verspricht diese Webseite, muss ich auch nicht erklären, du kriegst hier eine Einkaufsliste über all die Produkte mit Erklärungen und Anleitungen. Trag einfach deine E-Mail-Adresse ein. Und dann wird die hier eingetragen an der Stelle. Und jetzt geht ein Product Lifecycle los. Und tatsächlich, wir können davon ausgehen, dass die Bohrmaschine gekauft wurde. Da gehen wir gleich drauf. Jetzt ist es so, wir verschicken E-Mails, um den Menschen zu erklären, warum ist es denn überhaupt wichtig, eine Bohrmaschine zu haben? Was ist das Problem, das dieses Ding überhaupt löst? Und wie machen wir das anders? Was macht uns als Anbieter eigentlich aus? Was unterscheidet uns von all den Wettbewerbern, die da unterwegs sind? Und zum Schluss sagen wir, guck, das ist die Bohrmaschine, du kannst sie hier kaufen, die kostet 99 €. Hier ist der Link zum Online-Shop. Mal ganz vereinfacht gesagt, ist das ein Product Lifecycle. So, und jetzt gibt es davon nicht nur einen, jetzt gibt es davon mehrere. Das können mehrere Produkte sein, das können mehrere Produktkategorien sein, es kann aber auch dasselbe Produkt sein. Und das Spannende jetzt ist, dass wir tatsächlich jetzt hier irgendwo diesen Kauf haben. Das heißt, hier gibt es eine Conversion, hier hat jemand eingekauft im Point of Sale. Das ist jetzt hier dieser Punkt. Und das Spannende ist jetzt eben hier nicht aufzuhören mit Marketing, hier nicht aufzuhören, E-Mails zu senden, sondern sich hier wirklich ganz gezielt zu überlegen, was tue ich denn jetzt als nächstes? Und ich würde sagen, mal grob geschätzt, in 80% aller Fälle, wenn ich zu einem neuen Kunden komme, zu einem Interessenten komme, dann hat sich da noch keiner darüber Gedanken gemacht, also ich weiß nicht ernsthaft, was zu tun ist, wenn so ein Kauf erfolgt ist. Jetzt weiß ich nicht genau, wer hier alles bei den Teilnehmern sitzt, ob ihr alle schon so gut Bescheid wisst, weil ihr euch über das OMT extrem informiert haltet und einfach ja wisst, was Sache ist, dass die Zeit nach dem Kauf viel relevanter ist oder viel einfacher ist als die Zeit vor dem Kauf, also als die Akquise. Dass es viel einfacher ist, jemanden zu einem Wiederkauf zu motivieren als im Erstkauf. Das ist hoffentlich nichts Neues für euch. So, das heißt, jetzt überlegen wir uns hier oben, was ist denn sinnvoll? Was können wir dem Menschen Gutes tun, wenn er jetzt eine Bohrmaschine hat? Er hat sich die gekauft. Er hat die registriert. Und jetzt können wir ihm anfangen, Zubehörprodukte zu liefern, Upsells zu liefern. Also sprich, was gibt es denn neben der Bohrmaschine noch? Vielleicht braucht er noch einen, muss ich ja natürlich gestehen, dass ich von den ganzen Heimwerker-Sachen nicht die größte Ahnung habe. Diese Sägedinge. Stichsäge heißen die Teile, genau. Und solche Geräte, die man eben so im Garten braucht, wenn man nicht so wie ich so ein Vollpfosten ist, der keine Ahnung von Pfosten hat. Wenn das jemand ist, der so ein bisschen Bescheid weiß und mit Holz gerne arbeitet, dann kriegt er Sachen im Upsell angeboten. Und wir kennen das jetzt vielleicht von Unternehmen, die eher technisch orientiert sind, wobei solche Dinge wie Garantien, Subscriptions anbieten können. Und da bieten sich dann ganz neue Geschäftsmodelle an, die jetzt auch mit dem Thema E-Mail-Marketing gar nicht so viel zu tun haben. Mir wichtig für diese Sektion ist, was ihr mitnehmen sollt. Es gibt diesen Cycle, einmal für Kunden, einmal für Produkte, den wirklich auch gezielt zu trennen.
sich zu überlegen, wie kann ich die Touchpoints, die ich habe, mal ideal gesprochen auf so einem Cycle unterbringen. Was soll der Kunde optimalerweise machen? Wie verbinde ich diese Kanäle auch? Und wie kann ich ganz gezielt in den unterschiedlichen Phasen Leuten E-Mails zu senden? Warum wir E-Mails zu senden sollen, dazu erzähle ich am Schluss noch ein bisschen was. Mir ist wichtig, ihr versteht, es gibt diese Möglichkeit vor dem Kauf, ganz klassisch, das kennen die meisten von uns, und eben auch nach dem Kauf. So, jetzt kommen wir zu ein bisschen Zahlen. Hoppala, ich muss kurz wieder mein Bedienpanel zur Seite schieben. Ich habe aber mal ein paar Screens gemacht aus diesem Projekt. Ich will gar nichts über die Software erzählen, mit der wir das gebaut haben. Da gibt es sicherlich inzwischen andere, das ist schon ein paar Tage her. Was wir gemacht haben, ist ganz klassisch Kampagnen geschaltet. Also ein Tag null, jemand trägt sich ein, bekommt eine E-Mail zugesandt, nach der noch ein paar Sachen passieren, auf die ich gleich eingehe. Und nach Tag 3, also Tag 3 nach dem Eintrag, gibt es dann die weitere E-Mail. Tag 6 kommt E-Mail Nummer 3 und so weiter. Ich glaube, wir haben in diesem Fall 5 E-Mails nacheinander verschickt, die eine gewisse Logik haben, eine gewisse Nachfasslogik. So, ich muss hier ein bisschen mit meinem Bedienpanel hantieren auf meinem Bildschirm. Die haben wir nicht nur verschickt, die haben wir eben mit einer Nachfasslogik versehen. Und da kann ich euch auch nur motivieren, euch Gedanken zu machen, was hier sinnvoll einzusetzen ist. Es gibt hier klassische zwei Wege, sich zu nähern. Der eine Weg ist der, den die meisten gehen, den ich nicht empfehlen kann, nämlich zu schauen, jetzt habe ich hier eine Software gekauft, ganz egal, wie die heißt. Was kann die denn und wie können wir das denn maximal nutzen? Denn wir wollen ja was haben für unser Geld. Wenn der Gedanke aus dieser Richtung kommt, dann passieren solche Sachen, dass ja vielleicht zu viele E-Mails verschickt werden, so vielleicht nicht zu viel Gedanken gemacht werden über den Inhalt, über die Relevanz der Inhalte für den Empfänger, sondern mehr so dieses, ja, dieses Anbieter, dieser Anbieterstolz erfüllt ist, von wegen, jetzt haben wir die Software, jetzt nutzen wir die, jetzt lohnt die sich auch. Mein Gedanke ist wirklich eher der, sowas zu skribbeln auf ein Blatt Papier, sich zu überlegen, was ist wirklich sinnvoll? Was können wir den Menschen denn schicken und wann stellen wir fest, dass sie das nicht getan haben, was sie hätten tun können? Und da gibt es natürlich klassischerweise im E-Mail-Marketing zwei Trigger. Das eine ist, jemand hat nicht geöffnet und das andere ist, jemand hat nicht geklickt. Wisst ihr auch alles? Hoffentlich, das heißt, wenn der Betreff, also wenn nicht geöffnet wurde, dann liegt das daran, dass der Betreff vielleicht nicht gut gepasst hat, nicht getroffen hat. Er kann natürlich auch tausend andere Gründe haben, dass der Zeitpunkt ungünstiger war, dass derjenige im Urlaub ist, krank ist oder was auch immer. Oder einfach die Mail nicht gesehen hat, weil er zu viele andere Mails im Postfach hat. Der Punkt ist, wir können nochmal eine zweite Mail hinterher schicken mit einem anderen Betreff. Wenn sie geöffnet wurde und nicht geklickt wurde, dann wird tatsächlich eine Nachfassmail komplett anders versandt. Das ist im Grunde diese Mail 1 hier. Ein bisschen runter gestrippt auf das Wesentliche, anders formuliert, ein bisschen konkreter formuliert. Mit dem Ziel, dass das dann hoffentlich auch geklickt wird. Und wenn geklickt wird, dann ist am Ende eben eine Landingpage, auf der die ganzen Zahlen dann zu messen sind, was anschließend passiert. So, wieder alles hier zur Seite geschoben. Das haben wir hier etwas, was da rauskommt. So sieht jetzt so ein quasi ein Product Lifecycle aus, den wir damals für diesen Kunden eingesetzt haben. Das sieht jetzt relativ komplex aus, es ist relativ simpel, es wiederholt sich einfach nur regelmäßig diese eine Geschichte hier. Wir verschicken eine Mail raus, es gibt eine Nachfassmail für den Betreff, nicht geöffnet, eine Nachfassmail für den Inhalt, wenn nicht geklickt, und dann geht das weiter in dem Prozess. Und wichtig ist, wenn wir an diese Stages zurückdenken, wir betrachten ja tatsächlich auch nur die E-Mail-Stages, da passieren viele Sachen davor, wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, was muss eigentlich passieren, dass Menschen sich anmelden, und auch nicht, was passiert danach. Denn am Ende verkaufen wir hier nichts, sondern wir beantworten Fragen. Wir wecken ein bisschen die Kaufbereitschaft und messen das Ganze, an welcher Phase sich gerade jemand befindet, auf Basis von diesen Punkten, die ich ganz am Anfang mal erwähnt hatte, im Marketing Automation System. So, was hier ganz spannend ist, wenn wir das machen und das gut machen und den Fokus auf den richtigen Dingen haben, jetzt will ich euch ein bisschen auf die erste Zeile, hier auf die ersten beiden Zeilen lotsen, dann passieren echt richtig coole Sachen. Was dann passiert ist, dass wir eine krass hohe Öffnungsrate erreichen können und eine relativ hohe Klickrate. Man muss jetzt sagen, der Screenshot ist aus einer Phase, als wir das Projekt eben gerade bei E-Mail 2 hatten. Und das war so ein Statusbericht, den ich damals fertig gemacht hatte. Und es war echt toll zu sehen, dass fast alle, also wir haben jetzt 2000 Euro, 2000 Leute haben hier
sich eingetragen und haben jetzt diesen Product Cycle Nummer 1 gekriegt. Und davon haben eben 1942 diese E-Mail geöffnet. Und das ist unfassbar. Und das hat eben funktioniert, nicht weil wir jetzt das perfekte Tool hatten, sondern weil wir uns wirklich Gedanken gemacht haben. Es hat jemand ein Produkt gekauft. Was braucht er als nächstes? Und wir haben eine fast hundertprozentige Öffnungsrate. Also man muss sich vorstellen, das ist fast so, als hätten jetzt 2015 Vertriebler 2015 Leuten eine persönliche E-Mail geschrieben. Und das ist eine krasse Sache. Mit dem richtigen Konzept, mit den richtigen Inhalten, mit dem richtigen Timing auch und mit auch ein paar Tests, die im Vorfeld stattgefunden haben. Und man kann es jetzt hier sehen, die Klickrate ist jetzt hier bei 14%, hier unten drunter bei 8%. Was daran gelegen hat, dass jetzt kein wirklich attraktiver Link hier drinne gesetzt war, bei dem jetzt man hätte klicken müssen. So, und das finde ich unfassbar. Und seit ich dieses Projekt hatte, das ist jetzt wie gesagt ein paar Jahre her, ist mein Anspruch, dass wir wirklich Öffnungsraten erreichen im Marketing, vor allem eben im After-Sales-Bereich, die in diese Richtung tendieren. Ich muss gestehen, ich habe das nie wieder erreicht. 80% ist das, was ich anstrebe immer. Also vor 80% höre ich nicht auf zu optimieren im After-Sales-Bereich, weil das dann ja fast immer an den Inhalten liegt oder an einer schlechten Segmentierung oder an anderen Dingen, die der Anbieter zu verantworten hat. Und ich kann jeden von euch motivieren, sich echt Gedanken zu machen über diesen Product Lifecycle, gerade wenn es darum geht, Menschen nach dem Kauf was Gutes zu tun. Was wir hier sehen können, ist, dass es wirklich auch als was Gutes empfunden wird. So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt halb. Dann gehen wir mal weiter. Ich habe euch noch ein paar Argumente versprochen für den Kanal E-Mail, also falls du welche brauchst oder falls dein Chef welche braucht. Das sind jetzt diese hier. Da will ich auch ein paar Worte zu verlieren. Mario, falls du Lust hast, unterbrich mich da gerne, falls das zu lange wird oder falls du Rückfragen hast. Die Fragen kommen am Ende. Keine Sorge, mach einfach mal weiter. Okay. Was ich echt interessant finde, ist, den Kanal E-Mail mal losgelöst vom Marketing zu betrachten, mal zu überlegen, was haben wir da eigentlich? Und ich kann jedem empfehlen, sich wirklich Gedanken zu machen, inwiefern lässt sich denn E-Mail tatsächlich auch als Geschäftsmodell und als Auslieferungskanal für bezahlte, also digitale Inhalte nutzen. Fast alle, die ich spreche, nutzen klassische Online-Kurssysteme, nutzen PDFs, nutzen andere gekapselte Systeme, sag ich mal, in denen Inhalte ausgeliefert werden. Wie wäre es denn, mal ein E-Mail-Funnel zu bauen und auch eine E-Mail-Strecke zu bauen, die bezahlt ist und die sehr lange dauert? Ich habe tatsächlich mehr so aus Zufall heraus, 2000, wann war das denn, 2014, in meinem Blog, Marketing Automation Blog hieß der damals, eine E-Mail-Strecke gebaut. Das war ein Marketing Automation Kurs, der ein halbes Jahr lang lief. Also der hatte 180 E-Mails, die, ich glaube, jeden zweiten Tag war das zugeschickt wurde, wurde für ein Jahr mit 180 E-Mails. So war das, genau. Der lief ein Jahr, jeden zweiten Tag eine E-Mail, wo ich sehr im Detail erklärt habe, was ist eigentlich Marketing Automation, wie funktioniert das, wie geht das und ganz viele Beispiele gebracht habe, wie das auch nachzubauen ist. Damals wusste noch keiner genau, was hat es damit eigentlich auf sich. E-Mail-Marketing kam gerade so, ja, ich sag mal, bei den kleineren Unternehmen an, die großen haben das schon lange gemacht. Es gab die ersten Tools, die erste Software aus den USA kam rüber. Und das war ganz spannend, weil ich damals gelernt habe, wie sinnvoll das ist, so einen langen Kurs zu haben, wenn der Geld kostet, und ihn per E-Mail auszuspielen, weil ich Menschen einfach extrem lange an meinen Inhalten halte. Dann habe ich diesen Kurs irgendwann kostenfrei gemacht, habe darüber auch ganz, ganz viele Kunden gewonnen, weil die irgendwann früher oder später auf die Idee kamen, jetzt kommen wir nicht mehr weiter, jetzt muss ich mal denjenigen fragen, der diese Inhalte geschrieben hat und so zu mir kam und so habe ich ganz, ganz lange mit Marketing Automation, ja, für mein Verhältnis damals relativ viel Geld verdient, vor ein paar Jahren. Das heißt, wie lässt sich E-Mail als Geschäftsmodell Auslieferungskanal für bezahlte Inhalte wirklich nutzen? Wir haben jetzt gerade selbst einen Online-Kurs gelauncht mit Contory. Da geht es darum, wie Menschen vor der Kamera agieren, wie sie frei reden können und überzeugend Inhalte präsentieren. Gerade jetzt ist eine ganz gute Zeit für. Jetzt gibt es hier diese Krise und viele Unternehmer haben Zeit, sich mit Marketing und Inhalten zu beschäftigen. Diesen Kurs werden wir auf der einen Seite ganz klassisch, das machen wir bei Elopage, als Kursanbieter einstellen und auf der anderen Seite als E-Mail-Kurs ausspielen. Einfach, weil ich mal heute wissen will, wie funktioniert das denn beides im Vergleich zueinander? So, E-Mail als Steuerungsinstrument, auch ganz spannend. Jeder denkt so, Marketing Automation oder E-Mail-Marketing-Tools sind etwas, die E-Mails nach außen senden.
Wenn ihr wüsstet, wie wenig Menschen heute ein CRM-System einsetzen, dann würdet ihr euch wundern. Und all denjenigen, die das nicht tun und die jetzt auch keins einführen wollen, aus den unterschiedlichsten Gründen, denen empfehle ich tatsächlich auch Marketing Automation oder E-Mail-Marketing nach innen zu betreiben. Also durchaus auch mal, wenn es eine E-Mail-Strecke gibt von vielleicht 7 E-Mails, dann noch zwei, drei zu ergänzen, E-Mails, die an interne Mitarbeiter gehen, vor allem im B2B ist es sehr, sehr interessant. Und ein Mitarbeiter eine Mail bekommt von wegen, ruf mal den Kunden an, weil der hat jetzt irgendwie seit 3 Wochen seine E-Mails nicht geöffnet zum Beispiel oder etwas anderes. Das sind Abhängigkeiten, die sich extrem gut abbilden lassen im Marketing-Automation-System, in solchen Kampagnensystemen und eben auch nach innen funktionieren können. Dann, E-Mail ist Kommunikation ohne Abhängigkeiten. Heißt, wenn ihr auf LinkedIn setzt, auf Facebook, auf irgendeinen anderen Kanal, ist E-Mail der euch nicht abhängig macht von einem System. Das ist etwas, was gerne als Argument vorgebracht wird, doch für mich ist es einfach das Totschlagargument für E-Mail, weil ich habe schon oft erlebt, ich bin schon relativ lange dabei und habe schon sehr, sehr viele Konten gehabt, die aus irgendwelchen Gründen nicht mehr erreichbar waren, zu waren, gesperrt waren. Teilweise, weil ich da ein bisschen Mist gebaut habe mit diesen Sachen. Andere Sachen konnte ich nicht nachvollziehen, vielleicht auch, weil ich Themen bespielt habe mit Kunden von mir, die so ein bisschen. Jetzt macht ihr euch komische Gedanken. Ich hatte mal Coaches, da ging es um das Thema Potenz bei Männern, also eher also Coaching im Bereich Erektionsprobleme. Und da hatten wir echt Schwierigkeiten, über klassische Social Media Kanäle Marketing zu betreiben, weil das Themen sind, die da nicht gerne gesehen werden. Andere Coaches im Bereich Raucherentwöhnung, das sind Themen, die da einfach nicht gerne gesehen werden. Das ist super toll, wenn es Empfänger gibt von E-Mails, die diese E-Mails lesen, bei denen die auch gute E-Mails bekommen und wenn dann bei dem Anbieter auch E-Mail entsprechend Stellenwert hat als Kanal. Dann, ich habe euch gezeigt, Öffnungsraten von nahezu 100% sind easy, wenn man dann wirklich sich überlegt, wen bespiele ich da und wen bespiele ich da vor allem auch automatisiert. Und auch dabei ist, das Ganze iterativ zu betrachten, also wirklich zu testen, den Anspruch zu haben, die Qualität immer weiter zu erhöhen, also auch immer zu schauen und zu messen. Ja, wie kann ich E-Mail noch besser machen? Wie kann ich die Inhalte verbessern? Wie kann ich die Segmente anders gestalten? Und diesen Anspruch zu haben, nach dem Kauf vor allem unter 80%, da passt noch was nicht bei den Öffnungsraten. Da muss noch mehr gehen. Oder einfach den Kanal einfach auch wegzulassen für einige Empfänger. Es gibt sicherlich auch Produktgruppen, wo das nicht möglich ist. Und da vielleicht, das war tatsächlich natürlich das Produkt Bohrmaschine, um das es ging bei meinem Channel vorhin. Und auch bei so einem Produkt, das sich an Handwerker, also an Hobbyhandwerker gerichtet hat, die jetzt nicht auf den ersten Blick sehr technisch affin sind, sind diese Öffnungsraten entstanden. Dann frag dich mal selbst oder frag deinen Chef, was ist denn dein ernsthaftes berufliches Kommunikationsmedium Nummer eins? Und die Antwort wird, ich denke, immer sein, fast immer sein, es ist die E-Mail. Telefon war es eine ganz lange Zeit, WhatsApp sagen viele, aber nicht ernsthaft. Es ist tatsächlich die E-Mail. Und das sind einfach Argumente, so einfach sie klingen, die ziehen. Und das Letzte für mich, es ist halt einfach E-Mail. Gibt es schon seit ein paar Tagen, wird es auch die nächsten paar Tage geben. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass irgendein Kanal, sei es jetzt was auch immer von Social Media Kanal, will jetzt gar nicht auf einen einzelnen eingehen, die kommen und gehen, wichtiger werden, unwichtiger werden, die aber irgendeinem Besitzer gehören, wo quasi irgendjemand, ein Unternehmen, so einen Kanal inne hat. Das haben wir eben bei E-Mail nicht. Das ist unabhängig, das kann jeder nutzen. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, und da der Mario hier keine Fragen, zumindest jetzt noch nicht zulässt, gerade noch zum Schluss ein paar Paradigmen für dich, wenn du E-Mail-Marketing also wirklich richtig machen möchtest. Das ist auch so quasi eine Folie, die jeder meiner Klienten so als Pflicht mitkriegt. Dann nicht als Folie, sondern von mir gepredigt, dass es immer darum geht, mit E-Mail Probleme zu lösen, Bedürfnisse zu befriedigen und Wünsche zu erfüllen. Dass also die Person, der Empfänger, immer an Nummer eins steht. Und ich höre ganz, ganz oft diese ganz typischen Einwände, das haben wir schon immer so gemacht, das geht aber so und unser Produktmanagement steigt uns da aufs Dach und das geht nicht. Dann machen wir es nicht, zumindest nicht mit mir. Wir müssen den Empfänger in den Mittelpunkt stellen und wir müssen uns von außen drauf schauen lassen auf die E-Mails. Ich habe sogar tatsächlich den Anspruch und mache das ganz, ganz gerne, wenn ich unterschiedliche Abteilungen habe mit Unternehmen, den unterschiedlichen Abteilungen mal unterschiedliche E-Mails aus dem eigenen Unternehmen zu zeigen, die sie in aller Regel gar nicht bekommen und sie zu fragen,
ob sie das wirklich cool fänden, wenn sie als Privatperson, wenn sie denn betroffen wären, so eine E-Mail bekommen würden und die auch begeistert öffnen und noch begeisterter klicken würden. Und fast immer ist da am Anfang so ein, ja, nicht wirklich, ist halt Newsletter, ist halt Marketing, ist halt nicht so wichtig für mich. Und genau das ist der Anspruch, dahin zu kommen, sich damit zu beschäftigen, welche Probleme sind das denn, die wir angreifen, welche Bedürfnisse sind das, die wir befriedigen und welche Wünsche sind das, die wir erfüllen können. Und das ist halt an der Stelle ein sehr, sehr abstraktes Level. Das ist jetzt sehr, sehr intensiv, da einzusteigen und sich diese Fragen zu stellen. Ich gehe davon aus, ihr macht das regelmäßig. Und wenn nicht, gibt es Menschen, die euch dabei einfach gerne unterstützen. Das ist einfach super wichtig, das zu tun. Dann diesen Satz, den ich liebe, Relevanz statt Penetranz, Klasse statt Masse, einfach zu überlegen. Muss es wirklich jeden zweiten Tag eine E-Mail sein oder reicht es einmal pro Woche? Worum geht es eigentlich? Welche Informationen vermitteln wir da? Sind die so relevant und so brisant, dass wir sie so oft verschicken müssen und so kleinteilig? Oder wäre es vielleicht besser, die zu sammeln und dafür zu sorgen, dass wir nur eine Mail verschicken, alle 2 Wochen zum Beispiel, und die einfach anreichern, da mehr Qualität reinstecken können, weil wir nicht so viel Quantität produzieren müssen, weil das Tool das ja so günstig kann. Klasse statt Masse. Nutzen und Relevanz, ich kann das nicht häufig genug betonen, das ist einfach das Erfolgsgeheimnis Nummer eins, auch wenn es eigentlich gar kein Geheimnis ist. Es wird so oft falsch gemacht und auch die Menschen, die glauben, wir machen das richtig und wir sind so nützlich und so relevant. Es gibt diesen einen tollen Spruch, aus dem Innern der Flasche lässt sich das Etikett nicht lesen. Und das ist auch hier so unglaublich wahr. Und das betrifft auch mich selbst. Leider. Ich brauche auch die Menschen von außen, die mir spiegeln und mir sagen, das, was du da erzählst, das ist zwar schön und gut, aber hier könnte es ein bisschen relevanter sein. Dann ist es meine Aufgabe, das möglichst wertfrei anzunehmen, ja, das irgendwie zu verarbeiten und meine Inhalte dann zu verbessern. Und wieder ist es das Iterative, was den Erfolg ausmacht. Ja, im E-Mail-Marketing, wir ermitteln Informationen vorrangig implizit statt explizit. Das heißt, wir nutzen die Daten, die wir haben, um daraus neue Erkenntnisse zu ziehen, um irgendwelche Erkenntnisse zu gewinnen und fragen nicht explizit nach. Ich muss zugeben, gerade gibt es einen Trend, den ich auch ziemlich gut finde, wo kluge Fragen gestellt werden in E-Mails oder auch auf Webseiten, um Informationen explizit zu ermitteln. Da bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Ich beobachte das und würde mich freuen, wenn wir einen Weg finden, der nicht nervig und anstrengend ist und nach ich muss jetzt so viele Daten angeben, sich anfühlt. Ja, und indem dann irgendwelche Anwender, Webseitenbesucher oder auch E-Mail-Empfänger gerne explizite Daten weitergeben. Bis es soweit ist oder bis wir das alle gut können, ist meine Empfehlung ganz klar, macht das implizit. Dann ganz am Anfang, nutzt diese kleine Umfrage in allen E-Mails und auch auf allen Webseiten. Das ist super easy, es braucht kaum Platz, es fällt kaum auf. Das macht so viel Unterschied. Da muss ich euch noch eine Kleinigkeit erzählen, da habe ich schon gar nicht drüber nachgedacht. Habe ich nicht dran gedacht. Der eigentliche krasse Vorteil ist von diesen Smileys, also vor allem von dem negativen Smiley, der jetzt hier so ein bisschen schräg angedeutet ist. Menschen, denen eure E-Mails nicht gefallen, die melden sich ab. Oder die drücken auf dem Spam-Melden-Knopf. Das sind zwei Effekte, die keiner möchte. Die möchte ich nicht, die möchte die alle nicht. Wenn ihr jetzt in der Nähe von diesem Abmelden-Knopf, dem Unsubscribe-Link in eurer E-Mail, einen negativen Smiley habt und jemandem anbietet, hier, du kannst dir deine Meinung kundtun und wir nehmen das ernst, dann wird er dazu tendieren, diesen negativen Smiley zu drücken und sich nicht abzumelden. Weil Menschen geht es hauptsächlich darum, ihm die Luft abzulassen, rauszulassen, ihre Wut so ein bisschen zum Ausdruck zu bringen, ihre Unzufriedenheit und gar nicht zwingend die E-Mail abzumelden. Das heißt, dieser negative Smiley kann durchaus auch ja, so ein Kanal sein, den ihr Menschen anbieten könnt, um kundzutun, mir gefällt das nicht, was du hier gerade machst, bevor sie sich abmelden. Und natürlich wichtig, das auch ernst nehmen und Dinge verändern. Eine Mail hinterher schicken und fragen, was könnten wir denn da besser machen? Genauso gut, wenn man das in Produkt-E-Mails macht oder im E-Commerce. Ganz, ganz wichtig, wenn man um Produktbewertungen bittet. Wenn jemand auf den positiven Smiley klickt, wird er weitergeleitet zur Seite, wo er die Produktbewertung abgeben kann, im Onlineshop oder bei Amazon oder wo auch immer. Wenn er den neutralen oder den negativen Smiley klickt, dann wird er nicht zur Produktbewertung geschickt, sondern auf ein Formular, wo er eintragen kann, was ihm nicht gefallen hat. Super easy. Es sind nur Links, die zu setzen sind auf Elemente in E-Mails, die eine krasse Wirkung haben können. Und Kardinalfehler Nummer eins, wir versenden nicht von Do Not Reply-Adressen. Das ist nicht höflich, das ist nicht nett, jemandem eine Information zukommen zu lassen im sogenannten Dialogmarketing und ihm dann gleichzeitig zu verbieten, ich rede jetzt mit dir, aber du darfst mir nicht antworten. So,
Jetzt haben wir 44, ich bin relativ gut in der Zeit. Jetzt will ich euch noch dieses PDF hier anbieten, relativ unkompliziert. Ihr habt gesehen, ihr kriegt mich über LinkedIn zum Beispiel. Schreibt mir eine kurze Nachricht. Da haben wir uns echt Mühe gegeben, da ein paar Seiten zu kreieren und unsere Meinung zum Social Selling jetzt gerade in dieser Zeit runterzutippen. Das bieten wir euch gerne an. Was ich noch hier gerade gekriegt habe von meiner Kollegin, ist diese 30-Tage-Video-Channel, Challenge, wo wir meine besondere Methode, wie Menschen es lernen können, total einfach Videos aufzunehmen, das lernen können einfach. Guckt euch das mal an, würde mich total freuen. Hier sind wir gerade in so einer Beta-Phase, verkaufen das noch gar nicht. Wer das möchte, schreibt mich an und dann schaue ich mal, was ich da für euch tun kann. Es ist aber gerade fertig geworden, es ist auch nicht das finale Cover. Ich bin noch nicht ganz happy mit dem Bild, sehe ich gerade. Würde mich freuen, wenn euch das jetzt gerade passt, weil ihr zufällig die Zeit dafür habt. So, da ist die Folie. Dann sind wir hier durch. Es ist Mario 45. Punktlandung. Sehr schön. Super. Vielen lieben Dank, Sebastian, für die Ausführungen. Spannende Ansätze dabei. Ich habe das eine oder andere selbst mitgenommen. Finde ich immer schön. Es sind noch ein paar Fragen reingekommen. Bevor wir aber zu den Fragen kommen, kurzer Hinweis: Ich habe am Montag einen Podcast hochgeladen, auf den ich ja ein bisschen stolz bin, muss ich sagen. Stolz deshalb, weil ich einen besonderen Gast hatte. Der Kevin Indig war zu Gast. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Der Kevin war Keynote Speaker bei der Campix dieses Jahr und ist Head of SEO und Content Marketing von G2, einer sehr erfolgreichen Tool-Vergleichsplattform im Silicon Valley. Ist ein deutscher Online-Marketer, der sich da drüben durchgesetzt hat. Und wer seinen Newsletter folgt, der Kerl hat es echt drauf. Das muss man wirklich sagen. Gerade die SEOs unter euch sollten den wirklich mal sich anschauen. Und den Podcast haben wir über das Thema seiner Keynote gesprochen, wie Google sich verändert, wo die Zukunft von Google liegt, und ist ein wirklich sehr, sehr interessanter Talk geworden. Also wenn ihr Bock darauf habt, unter omt.de/podcast findet ihr, oder bei iTunes einfach unseren Podcast abonnieren. Würde mich sehr freuen. So, ihr könnt jetzt weiter Fragen stellen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich fange jetzt einfach mal an. Lieber Sebastian, Fragen zu den Smileys. Framest du die Smileys mit einer Frage oder stehen die einfach so am Ende der E-Mail? Wie viel Prozent klicken da so drauf aus deiner Erfahrung? Das ist super individuell und super unterschiedlich tatsächlich. Also es reicht aus, sag mal, je nach Art der Menschen, die diese E-Mail bekommen, wirklich diese Smileys so stehen zu lassen, weil das einfach super bekannt ist heutzutage. Also an jedem Flughafen hängt das, in der Toilette, in Restaurants gibt es immer wieder, auf Apps ist es ganz häufig zu sehen. Den meisten ist klar, damit gebe ich eine Bewertung ab über das, was ich gerade lese. Es ist also nicht nötig, das irgendwie zu framen. Ja, kann man machen ab einem gewissen Alter, man kann es auch einfach testen. Ich bin ein Riesenfan davon, ganz, ganz, ganz viel zu testen, also ganz klassisch zu testen, entweder also über Split-Tests oder auch im E-Mail-Marketing, was eine super Methode ist, einfach gar nicht zu testen, die E-Mail, sondern in der Marketing-Automation jeden Tag dieselben E-Mails zu versenden und von Tag zu Tag einfach Verbesserungen zu machen, Änderungen zu machen und diese Änderungen miteinander zu vergleichen. Würdest du empfehlen, die Nutzer dann nach dem Klick auf die Emojis auf eine einfache Dankeseite zu leiten oder eventuell direkt auf eine schöne Produkt Landing Page? Ja, unbedingt. Also ein Link muss ja irgendwo hinführen. Man muss quasi aus der E-Mail rausspringen. Und das Einfachste ist tatsächlich so eine kurze Danke-Seite anzuzeigen. Je nach Smiley vielleicht eine andere, also im Negativen eher ein Formular anzubieten. Oder so ein kleines Video, wo jemand spricht und vielleicht dann der Marketing-Mensch oder wer auch immer das Gesicht dann nach außen ist, so ein bisschen erzählt, dass ihm das leid tut, dass irgendwas nicht gut gelaufen ist und eine Möglichkeit bietet, da Feedback entgegenzunehmen. Also in jedem Fall, es ist ein Link muss ein Ziel haben und eine Dankesseite ist das Mindeste, was da kommen könnte. Ich würde jetzt dann nicht auf ein Produkt linken, wenn ich ehrlich bin. Also keine Werbung machen. Ich habe euch gerade in den Chat mal den Link zu, na, wenn es dann irgendwann geht. Wieso geht er jetzt hier nicht raus? Das ist super. Okay, muss ich gleich nochmal machen. Ich wollte euch gerade das nächste Webinar anteasern, so wie ich das ja öfters mache. Wir haben am Donnerstag, Freitag ist Karfreitag, Donnerstag haben wir das Thema Analytics. Die 7 größten Fehler, die ein Online-Marketer bei der Nutzung von Google Analytics machen kann. Verblüffend viele Anmeldungen schon, aber wir haben ja zum Glück online keine Restriktionen. Also ihr könnt euch da einloggen
Und wenn ihr Bock habt, hört da mal rein. Der Michael Jansen ist ein wirklicher Crack, was Online-Marketing angeht. Ah, jetzt kann ich senden. Guck mal hier an alle. So, jetzt habt ihr auch den Link. Hat Sebastian einen Tipp für ein gutes Tool zur Verwaltung von Leads? Ja, also hängt auch natürlich ein bisschen davon ab. Ich empfehle HubSpot sehr, sehr gerne, weil das sehr, sehr viel kann, weil es eine kostenfreie Variante gibt, die schon sehr viel mitbringt. Man muss ein bisschen aufpassen. HubSpot wird auch irgendwann relativ teuer, wenn man nicht aufpasst. Also Tools nutzt, die am Anfang vielleicht günstiger sind. Es gibt Open Source Systeme für alles Mögliche. Führt jetzt sehr weit, was ich jetzt sagen könnte. Ich sag mal, Mautic ist so das E-Mail-Marketing-Tool meiner Wahl, Marketing-Automation-System meiner Wahl. Das ist Open Source. Und das ergänzt mit HubSpot ist eine ziemlich coole Kombi. Also wir nutzen auch HubSpot, das wisst ihr ja, wir haben ja schon ein paar Vorträge dazu gehabt, also Mautic kenne ich jetzt nicht, haben aber auch, glaube ich, einen Artikel zu. Müsst ihr mal schauen, war, glaube ich, sehr informativ, habe ich gutes Feedback drauf bekommen. Sollte man nicht eine gerade Zahl zur Wahl stellen, weil Menschen eher zur Mitte tendieren? Kannst du damit was anfangen? Ja, ich halte das für so Aus ein bisschen eine düstere Legende aus der Psychologie. Das trifft für viele Fälle zu. Also wenn es darum geht, einen Fragebogen auszufüllen, dann würde ich auch immer eine gerade Zahl nehmen. Also wenn ich jetzt 10 Fragen habe, wo Menschen dazu tendieren, einfach dick, 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 um die Fragen schnell beantworten zu können, die Mitte auswählen, weil das nicht falsch sein kann. Aber hier geht es ja um ein qualitatives Feedback auf eine einzige Frage. Da traue ich schon den Besuchern zu, dass sie auswählen, hat mir das jetzt gut gefallen, war das so lala oder war das nicht optimal. Ich fände es vermessen, wenn ich ehrlich bin, ist meine persönliche Meinung jetzt, den mittleren Smiley nicht anzubieten, also die Wahl zu stellen, war cool oder war nicht cool, denn die meisten Inhalte, sind wir ehrlich, sind okay, aber die rufen keine Begeisterung hervor und sind jetzt nicht ganz schlimm. Also ich finde, in dem Fall finde ich 3 die richtige Zahl. So, jetzt sind keine weiteren Fragen drin. Ich kann jetzt noch ein bisschen Smalltalk mit Sebastian machen, wenn ihr wollt, und damit ihr noch ein bisschen Zeit habt. Aber Sebastian, was steht an die Tage? Außer Ostern würde ich Stay at sagen. home. Und stay at home. Ja, tatsächlich, ich habe ja die große Freude gehabt, dass ich in Südfrankreich lebe, da 2 Wochen Ausgangssperre genießen oder habe genießen zu dürfen. Ich bin jetzt in Deutschland, weil es einen Effekt gab, den ich ganz spannend fand. Das Internet ist tatsächlich buchstäblich zusammengebrochen. Also ich wohne in Aix-en-Provence, da im Süden. Und nachdem 2 Wochen lang jeden Tag das Internet nur mal schlechter wurde als am Vortag und ich nicht in der Lage war, meine Mentorings und Coachings ordentlich zu machen, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin nach Deutschland gefahren, um festzustellen, dass das, was die Menschen hier so erzählen über die Grenzen, nur so bedingt stimmt. Also ich bin da sehr, sehr schnell rübergekommen, ohne jegliche Frage, die mir gestellt wurde, um jetzt einfach hier zu sitzen und wieder bei perfektem Internet zu arbeiten und auch rausgehen zu können. Bin ich ziemlich happy mit. Und ja, jetzt haben wir Ostern, für mich ein bisschen Zeit, mich ein bisschen zurückzulehnen, weil tatsächlich jetzt bei uns das Geschäft relativ brummt gerade, weil jetzt gerade sich viele Unternehmen damit beschäftigen, was können sie denn so machen, um digitaler sich ein bisschen besser aufzustellen als bisher. Circa 15 Jahre zu spät, aber immerhin machen Sie es jetzt. Ich habe gestern einen spannenden Artikel gelesen. Da ging es darum, dass in den letzten 3 Wochen mehr im Rahmen der Digitalisierung passiert ist, wie in den letzten 8 Jahren zusammen. Manchmal braucht der Mensch halt einen Arschtritt. Entschuldigung für die Manchmal, Worte. ja, das stimmt. Was ich ganz spannend fand, ich habe gestern so einen Bashing-Artikel über Zoom gelesen, weil Zoom ja gerade Ja. extrem Boom erfährt, weil es jeder einsetzt. Das ist auch interessant, dass so Unternehmen oder so Webseiten auf die Idee kommen, gerade dann so Tools runterzumachen, wenn die gerade so einen schönen, ja, einen Auftrieb haben und gut genutzt werden. Und ich finde das so interessant, dass bei uns dann auch im Unternehmen die Diskussion dann losgetreten wurde, ist nicht besser, Microsoft Teams einzusetzen oder so ein Profi-Tool, wie jetzt hier auch bei dir, GoToMeeting und so weiter. Aber letztendlich haben die alle ihre Sicherheitsmacken und Zoom wird von ganz, ganz vielen genutzt und jeder, der WhatsApp nutzt und Facebook und diese ganzen Messenger, ja, regt sich auf, Ja. dass jetzt da vielleicht mal gehackt wurde oder so. Ja. Weiß ich Also, nicht. Ja. was soll man dazu sagen? Vielleicht ist es auch inszeniert. Schöne Guerilla-Marketing von irgendeinem Wettbewerber, wer weiß. Ich habe heute auch schon 2 Artikel zu Zoom gesehen, beziehungsweise Leute, die jetzt sich woanders angemeldet haben. Gab es diverse Diskussionen auf Facebook. Hier kommt noch eine Frage rein. Wie viele Mails oder Newsletter sollte ein Kontakt maximal pro Woche erhalten? Ja, das ist wieder so eine schöne Kommt-drauf-an-Frage. Also ich habe damals jeden Tag Mails verschickt, einfach an Ärzte, an Medizinstudenten, weil da immer Content mit dabei gewesen ist. Es hängt immer davon ab, wie relevant ist der Inhalt tatsächlich für die Person, die das gerade bekommt.
Und heute würde ich ihr empfehlen, seltener E-Mails zu versenden und die so gut wie möglich zu machen. Also lieber einmal im Monat und die richtig cool, dann ist die Gefahr viel geringer, dass diese Mails nicht gelesen werden, weil sie aufgrund der Anzahl einfach zu viele sind, weil der Tag nicht passt, jemand nicht da ist und dadurch die Öffnungsrate im Keller geht. Das lässt sich viel besser optimieren, viel besser testen. Die Menschen sind viel mehr Fokus dabei, also eher weniger als zu viele heutzutage vor allem. Und Jetzt dann fühlst eher du so dich eine wieder Luft. richtig schlecht. Was? Ach du jetzt, ja, sorry. Drei Newsletter die Woche. Okay, die sind teilweise ausgetargetet und nicht jeder kriegt alle drei, aber ja, aber wir haben so viel Content, dass ich halt auch verdammt viel zu promoten habe. Ja? Das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber die Zahlen zeigen, dass es den Leuten gefällt. Dementsprechend machen wir einfach mal so weiter und ich habe das mal gerade überhört. Ja, So. du hast ja die Öffnungsraten gesehen, die möglich sind. Ich habe dir ja gezeigt. Ja, wenn ich jetzt sage, dass wir haben bessere, nein, Spaß. So, okay, wir sind durch, keine Fragen mehr da. Lieber Sebastian, vielen Dank für deine Ausführungen. Hat echt Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und ich hoffe, es bleibt nicht dabei. Und wir sehen uns früher oder später hier wieder in einem unserer potenziellen Kanäle, sei es Podcast, Webinar oder Konferenz, wie auch immer. Gerne, gerne wieder. So, an euch da draußen, bleibt gesund. Ja? Rausgehen ja, Kontaktsperre ist immer noch aktiv. Hoffen wir, dass es bald ein bisschen aufgelöst wird, aber denkt dran, damit ist nicht zu spaßen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Webinar am Donnerstag wieder dabei. In diesem Sinne, ich bin raus. Ciao, ciao, macht's gut. Danke, danke. Tschüss.